Kickstarter. Manchmal ärgert man sich, dass man mitgemacht hat und manchmal ärgert man sich, dass man nicht mitgemacht hat und das Zeug im Nachhinein teuer kaufen muss. Bei Nemesis war mir schon früh klar, dass ich mich ärgern würde, wenn ich nicht mitmachen würde. Insofern habe ich mitgemacht, die deutsche Version gebackt und dann auch noch Split-Shipping gewählt, damit ich wenigstens das Grundspiel schon mal bekomme. Das habe ich letztes Jahr schon bekommen. Jetzt kürzlich wurde eben der ganze Kickstarter-Exclusive-Kram ausgeliefert. Das heißt, das Zeug, was ich heute euch zeigen möchte, ist tatsächlich auch Kickstarter-Exclusive und dementsprechend erstmal im regulären Handel nicht erhältlich, mit Ausnahme der Medizinerin, glaube ich. Die wird man auch so kaufen können. Die war als Early-Backer Goodie irgendwie dabei. Trotzdem finde ich das Zeug so cool, dass ich es euch gerne zeigen möchte, weil ich glaube, dass das Spiel ähnlich wie hier ein Stück weit gut bereichert. Also was drin ist in der Verpackung und was es dann vielleicht für einen Impact hat auf das Spiel, möchte ich heute ganz gerne zeigen und direkt auch einsteigen. Ich bin ganz aufgeregt. Nemesis ist für mich ja in erster Linie so ein Erzählspiel. Also wir spielen das nachher um, vielleicht auch Monate später noch irgendeine coole Geschichte über diese eine Partie erzählen zu können. Und insofern gucke ich halt bei Erweiterungen jetzt für das Spiel eher danach, was hilft mir dabei, diese Geschichte einfach noch ein bisschen reicher zu machen. Und das Erste, was natürlich dabei ist, was mir total aufgefallen ist, auf das ich mich auch eigentlich am meisten gefreut habe, sind die vielen, vielen neuen Charaktere und die Möglichkeiten, die alten Charaktere so ein bisschen auszufleischen. Dazu gibt es in erster Linie erstmal so Fähigkeitenkarten, für jeden Charakter nochmal eine und die machen die Charaktere nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Also beim Captain zum Beispiel steht darauf, wenn du einen Xenos mit deinem Revolver triffst, kannst du ihm eine weitere Aktion schießen, gegen das gleiche Ziel ausführen, auch mehrmals hintereinander. Kostet dann keine Karten, zählt nicht zu deinem Aktionslimit in Zug, überprüfe nach dem letzten Schuss den Schadenseffekt. Und das heißt, verreck endlich! Und genau sowas habe ich gesucht, noch so ein bisschen Asymmetrie dabei. Aber natürlich gibt es eine ganze Menge neue Charaktere und die wollte ich euch mal so wenigstens grob vorstellen. Der erste ist der Kopfgeldjäger, der insofern besonders ist, als dass er mit einer zweiten Miniatur daherkommt, nämlich einem kleinen Hund namens Laika. Und Laika kann selbstständig irgendwie losdackeln, los Schäferhunden in verschiedene andere Räume, um da was zu suchen, um da Begegnungen auszulösen. Und der Kopfgeldjäger kann die damit so ein bisschen kontrollieren. Der Kopfgeldjäger hat noch eine weitere Funktion und zwar nämlich im Kombination mit dem Sträfling. Der Sträfling kommt und ist erstmal irgendwo gefangen, hat Handschellen an, die auch erstmal ein Item sind, dass er nicht los wird. Dafür gibt das Item Handschellenschlüssel und das hat der Kopfgeldjäger. Das finde ich ganz witzig von der Mechanik. Sollte der Kopfgeldjäger nicht mitspielen, muss der Sträfling jemand anders diese Handschellenschlüssel geben und da muss man eben diskutieren. Das finde ich ganz gut, weil das einfach noch mehr diesen Aspekt des Miteinanderredens hervorhebt. Nemesis funktioniert eigentlich nur gut, wenn man gut miteinander spricht und viel miteinander spricht und nicht einfach so jeder seinen Zug macht und dann hat man nachher zum Schluss gewonnen oder verloren. Also gerade ein bisschen dieses soziale Miteinander, diese Interaktion, die hilft im Spiel sehr, sehr viel. Der Sträfling. Ansonsten rennt er mit so einer großen Keule rum, mit so einem abgebrochenen Rohr, dass er sich auch immer wieder irgendwo aus einer anderen Wand brechen kann, wenn er mal sein eines Rohr verloren hat. Ich höre jetzt auch von Rohren zu sprechen, damit bin ich schon bei der Psychologin, bei der Therapeutin. Genau, die ist selbst ziemlich schwach und kann aber andere Spieler motivieren, freundlich gesagt, das zu tun, was sie möchte. Also sie kann mit einer Oculus-Drohne kann sie den anderen Spielern ein bisschen über die Schulter gucken und wenn du irgendwelche geheimen Sachen machst, kann sie erfahren, was du da treibst. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, anguckst, wie das Triebwerk aussieht, kann sie vielleicht damit dann auch diese Informationen bekommen. So, und dann hast du hier so Sachen wie, wärst du so nett? Da kann sie einen anderen Charakter auswählen in dem Raum und der muss sofort die Basisaktion bewegen oder schießen, ausführen, du wählst die Aktion und die Richtung oder das Ziel. Es müssen keine Aktionskosten bezahlt werden. Also sie kann dazu, andere Leute dazu zu bewegen, das zu tun, was sie will. Und sie kann als Sonderfähigkeit immer gratis mitlaufen, wenn jemand anders läuft. Das heißt, sie kann sich einfach an jemand ganz, ganz fies ranzecken. Die hat mich ein bisschen erinnert an Dr. Smith aus Lost in Space. Die ist jetzt keine richtige Therapeutin, aber zumindest macht sie so den Eindruck. So, dann gibt es den Androiden. Der Androide, oder beziehungsweise die Androidin, ist ziemlich stark, weil die eine ganze Menge cooler Sachen kann, hat aber einen entscheidenden Drawback, der mir schon direkt überhaupt gar nicht gefällt, muss ich leider gestehen. Und zwar hat die nämlich so eine Batterie, die bedeutet, dass sie sich ab Spielzug 3 abschaltet und der Spieler ist damit
raus. Sie kann diese Notfallenergiezelle anschmeißen im Generatorraum und dann kann sie bis Zug 5 durchhalten, aber dann ist sie definitiv raus. Und wenn ich was nicht leiden mag in Spielen, dann ist es Player Elimination bei Spielen, die länger dauern. Ja, jetzt ist mal die Frage, was macht man als Spieler dann? Im Grundspiel könnte man jetzt die Xenos spielen. Ja, keine Ahnung, aber wenn jemand anders noch stirbt, dann ist das auch ein bisschen doof. Also ich finde, dieses Player Elimination ist nicht gut und ist kein gutes Element des Spiels. Trotzdem glaube ich, macht der Androide, solange er denn lebt, viel Spaß. So ähnlich, Androide ist ja auch dabei bei diesem CEO, das ist der Chef der Kompanie, nicht der Kompanie, der Company. Und der kontrolliert nicht nur das Schiff, sondern auch die ganze Firma dahinter. Der ist aber so alt und schwach, dass er gar nichts kann, deswegen hat er diesen Medizinroboter dabei. Und dieser Medizinroboter erlaubt ihm, ein paar Karten mehr zu haben. Einige von denen haben so ein Symbol und immer wenn ich eine Karte mit diesem Symbol spiele, geht die Batterie von diesem Roboter ein runter. Hier ist so eine kleine Karte mit dem Medibot, der hat dann 5 Energie am Anfang. Und jedes Mal, wenn ich so eine Karte spiele, geht die Batterie einen runter. Der CEO selbst startet mit einer schweren Wunde, die als verwunden gilt, solange dieser Medibot hinter ihm herrennt. Und ja, dieser Roboter kann eine ganze Menge Sachen. Der kann so eine Roboterfaust und irgendwelche Xenos hauen. Der kann ihn beschützen und dann sich aus dem Raum rausbewegen, wenn denn Xenos kommen. Einige von diesen Karten werden zerstört, wenn man die benutzt, sodass irgendwann man nämlich nur noch auf seine, ich weiß nicht, 10 Karten runterkommt. Aber genau, den finde ich sehr, sehr spannend und der hat als Sonderfähigkeit, dass er eben die geheimen Ziele, die Corporate Missions von allen anderen Spielern kennt. Voll gut. So, und dann gibt es noch die Ärztin, die wiederum ist nicht Teil dieses Stretch Goal Paketes, sondern die kann auch ganz regulär erstanden werden und die, ja, macht sehr viel natürlich offensichtlich mit Medizin, verbindet andere Leute und als Sonderfähigkeit, wo ist die Karte, ich finde sie gerade nicht, als Sonderfähigkeit kann sie Karten ziehen, wenn sie anderen Leuten die Wunden verbindet, das klingt auch ganz gut. Diese Sondercharaktere, die haben leider keine Charakterauswahlkarten dabei, das hätte ich jetzt noch ein bisschen schöner gefunden, aber jede von denen hat eine Farbe, zum Beispiel der Sträfling ist rot, die Psychologin ist weiß und der Android ist grün. Wenn also der andere rote Charakter gezogen wird, also wenn ich diese Charakterauswahlkarten ziehe, ich ziehe die rote Karte, dann kann ich mich entscheiden zwischen Sträfling und, was war der andere, Soldat, glaube ich, ne? Oder bei den Weißen kann ich mich entscheiden zwischen der Psychologin und, was ist der Rollstuhlfahrer? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. So, genau, sodass ich mich dann entscheiden kann zwischen diesen beiden Charakteren und wenn ich mich für einen entschieden habe, ist der andere auch aus dem Spiel und kann nicht gewählt werden. Da stand noch drin, dass man sich überlegen sollte, ob man diese Charaktere, weil die so ein bisschen anders funktionieren, denn zwingend in diesem Grundspiel reinhauen möchte. Ich plädiere eindeutig für ja, 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 denn das wertet das Spiel nochmal deutlich auf, viel mehr verschiedene Charaktere. Und vor allem, und das ist mir am wichtigsten, eigentlich diese Eigenschaftskarten, weil mit denen kommt ein bisschen mehr Asymmetrie rein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Soldat sich von dem Wissenschaftler gar nicht so furchtbar unterscheidet. Die haben irgendwie noch 3 andere Karten dabei und eine etwas andere Startausrüstung, aber so furchtbar anders spielen sie sich dann auch nicht, wenn sie von einem Alien überfallen werden. Das waren die Charaktere im Großen und Ganzen. Jeder hat natürlich irgendwelche Startgegenstände und Sonderkarten noch, auf die brauche ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Finde ich aber sehr schön, dass es sich alles sehr unterschiedlich anfühlt und ich glaube, das ist der erste Punkt, der zu der Geschichte etwas beiträgt. Daumen hoch von mir. Die Hirngespenster, so heißen diese Voidseeker nämlich im Deutschen, ich meine, das wäre so, die funktionieren komplett anders als die Aliens aus dem Grundspiel und das gefällt mir richtig gut. Es gibt ja noch die Carnomorphs aus dieser letzten anderen Erweiterung, die habe ich nicht, weil ich gedacht habe, naja, 2 Alienrassen auch und ich glaube, das ist auch richtig so. Denn während die Aliens diese klassischen Aliens aus dem Alien-Film sind, wobei die mir ein bisschen zu präsent sind, sie sind, glaube ich, eher die Aliens aus Alien 2, ich finde ja diesen Angstfaktor aus Alien 1 viel, viel besser, sind diese Dinger hier, welche die einfach nur Angst machen. Also tatsächlich funktionieren die komplett anders und zwar folgendermaßen. Es gibt insgesamt 3 so Verstecke und die tauchen tatsächlich physisch auf. Das einzige andere Alien, was auch physisch auftaucht, ist eben dieser Boss hier, der Sinnesräuber. Alle anderen Aliens tauchen zwar auf und die kann ich auch bekämpfen, aber die sind dann schnell wieder weg. Hier ist zum Beispiel einer so, denn die sind einfach nur dazu da, uns Angst zu machen. Und dann machen die so Hirngespinsterangriffe. Jeder von uns hat so eine kleine Wahnsinnskarte. Auf dieser Wahnsinnskarte rückt unser Steinchen immer weiter vorwärts und wenn wir hier oben wären und noch mehr weiter wahnsinnig werden, dann passieren irgendwie schlimme Sachen und
Wir sterben sofort. Genau, ansonsten rücken wir hier weiter vorwärts. Wir können ein Stück weit diesen Wahnsinn wieder reduzieren mit einigen Gebäuden, Räumen, die im Spiel sind und jetzt eine etwas andere Funktion haben. Zum Beispiel unter der Dusche kriege ich jetzt einen Wahnsinnsmarker zurück, weil es hier bei dieser Erweiterung keine Schleimmarker gibt, denn die schleimen hier nicht rum. Genau, das heißt, ich kann wieder zurückrutschen, aber es gibt auch so eine Schwelle von 2 auf 3. Sobald ich einmal auf 3 bin, komme ich nicht wieder zurück, weil dieser Pfeil eben nicht zurückzeigt. Und die machen uns total wahnsinnig und wenn wir angegriffen werden, dann ziehen wir so Panikkarten und da passieren dann irgendwelche Sachen, abhängig davon, ob wir diesen Wahnsinnsgrad schon erreicht haben oder nicht. Und das finde ich richtig geil, weil das einfach so komplett unterschiedliche Sachen sind. Also das sind von Pyromane, dann komme ich auch mal auf die Idee, plötzlich meinen Raum anzuzünden, weil ich denke, das ist cool, weil ich irgendwas gesehen habe, angeblich, oder ich glaube, was gesehen zu haben. Da platziere ich eine Feuermarke in meinem Raum. Oder ich habe Wahnvorstellungen, entleere meine Waffe und entferne alle Munitionsmarker von einer meiner Waffen. Oder ich bin verzweifelt und ich ziehe 3 Karten von meinem Stapel und entferne eine dauernd aus dem Spiel. Das ist richtig gut umgesetzt, blinde Flucht, ich muss in den Nachbarraum flüchten, Blutrausch, mache ich jemand anders Schaden und mir selbst dann auch noch Schaden, das gefällt mir richtig gut. Ich habe schon gelesen, die sollen tendenziell ein bisschen einfacher sein, ich glaube, weil man einfach nicht so viel kämpft, aber man muss sich, glaube ich, hierbei sehr darum bemühen, regelmäßig wieder diesen Wahnsinn irgendwie runterzukriegen. Also man muss sich regelmäßig ausruhen, man muss gucken, dass man halt unter die Dusche geht oder vielleicht in der Chirurgie sich irgendwie hoffentlich nicht zu sehr wehtut. Genau, das finde ich richtig gut. Dazu gibt es noch einen kompletten Ereigniskartenstapel, der nochmal komplett anders ist. Auch das finde ich gut, damit man einfach noch ein bisschen mehr unterschiedliche Sachen hat. Diese ganzen Marker und Token sind ebenfalls welche andere. Und ja, also Voidseeker, Hirngespenster, finde ich vom Spielgefühl her auf jeden Fall komplett anders. Die haben auch komplett andere Regeln. Die haben es sehr schön gelöst, finde ich. Und einfach nochmal den Spielaufbau komplett nochmal hier dargestellt, auch wenn der sich nicht großartig unterscheidet. Dann haben sie hier einfach mal noch die Unterschiede zu den normalen, hier Änderungen im Spielverlauf, was da jeweils anders ist, dass in der Kantine zum Beispiel eine leichte Wunde jetzt geheilt werden kann und sein Wahnsinnsgrad reduziert werden kann, dass wenn die Gebäude andere Regeln haben, was passiert, ne? Also das finde ich tatsächlich gut gelöst, weil man dann einfach nicht die Regeln lesen muss und das hier lesen muss, sondern es reicht dann einfach, wenn man das hier kennt. Würde ich allerdings erst empfehlen, wenn man das Basisspiel mit den normalen Aliens schon 2-3 Mal gespielt hat, einfach vor allem, weil es nicht notwendig ist, dann braucht man ja keine Abwechslung. Zum anderen aber auch, damit man die Regeln in den Regeln firm ist und jetzt nicht 1000 Mal noch im Grundregelbuch nachschlagen muss. Ja, dann gibt es noch eine ganz wichtige Sache in dieser Erweiterung, die hat jetzt mit diesen Aliens nichts zu tun, aber für mich eine ganz entscheidende Sache und zwar der Katzonaut! Das ist einer der Gründe, warum diese Kickstarter-Exclusives einfach so geil sind. Also dieser Katzonaut ist ja der Startspielermarker im Spiel. Kein Mensch braucht ihn eigentlich so richtig, aber ich bitte euch, die Katze. Abschließend finden sich für alle, die noch immer nicht genug haben von Nemesis, 2 zusätzliche Spielmodi. Und zwar einmal ein Epilog und einmal die Forschungsmission. Beide benutzen hier diesen Shuttle-Plan, der noch extra im Spiel drin ist. Den betritt man durch Wartungskorridore. Ups, so rum ist richtig. Auf einmal haben Wartungskorridore auch einen Sinn. Ich komme von jedem Wartungskorridor des Spiels in das Shuttle rein und ich komme von jedem Shuttle-Ort quasi in einen beliebigen Ort, der an einen Wartungskorridor angrenzt. Das, glaube ich, ist ganz gut, weil manchmal habe ich das Gefühl gehabt bei Nemesis, dass man, wenn man auf der rechten Seite des Spielplans ist, schlecht zur linken Seite kommt und umgekehrt, weil man muss man irgendwie durch das ganze Schiff ganz viele Geräuschproben und zwischendurch stirbt man irgendwann. Der Epilog wird gespielt nach einer regulären Partie Nemesis, als ob die nicht schon lange genug wäre. Und zwar ausschließlich mit diesen neuen Charakteren. Und dann kann man nochmal so eine kleine Partie hinten dran hängen. Die Forschungsmission ist das Rundum-Glücklich-Paket quasi, da kommt das auch ins Spiel. Man spielt aber eine ganz reguläre Partie Nemesis mit einigen Veränderungen. Unter anderem gibt es zum Beispiel so Alarmkarten, die sind neu, die nochmal zusätzliche kleine Herausforderungen darstellen. Dann lösen wir irgendeinen Alarm aus und dann müssen wir teilweise entweder eine Aufgabe lösen, zum Beispiel hier führt eine Aktivierungsaktion im Labor aus, wenn sich dort ein Charakter mit Schleimmarker befindet. Oder wir müssen
zwei Sachen nacheinander machen. Hier zum Beispiel ein Kartenupdate führt eine Aktivierungsaktion im Übertragungsraum aus und dann führt eine Aktivierungsaktion im Cockpit aus. Genau, das sind so kleine Tasks, die man noch lösen muss. Dann gibt es noch persönliche Ziele, die sind ausschließlich für diesen Epilog da, die nochmal ein bisschen andere Ziele darstellen als die Ziele, die man sowieso schon bekommt. Insgesamt also für das, was man zusätzlich im Kickstarter bekam, auf jeden Fall ein echt guter Deal. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier bekommen habe. Die Charaktere, die Aliens und das Grundspiel sowieso, das macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, hiermit macht es insgesamt noch ein bisschen mehr Spaß. Ich bin gespannt auf die nächste Partie. Viel Spaß und danke fürs Zugucken. Bleibt gesund. Tschüssi.